Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 27. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und hat immer noch einen Einfluss von Skat. Diesen Stern Skat bedeutet übersetzt ein Wunsch. Das habe ich gestern schon erklärt, wie wichtig das ist, unsere Wünsche auch wahrnehmen. Und wenn das realistisch ist, sollen wir auch unsere Wünsche, unsere Träume leben, als Ziel setzen, weil das sind auch erreichbare Ziele. Unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich zwischen Krebs und Löwe. Das heißt, Mond verlässt die Tierkreiszeichen Krebs und übergeht in Tierkreiszeichen Löwe. Im Grenzbereich. Mond hat einen Einfluss auf unsere Emotionen, auf unsere Gefühle und wir sollen heute nichts übertreiben, nicht über die Grenzen gehen, sonst entsteht Spannung und das zeigt auch Mars und Venus, die stehen in Spannung heute. Also besonders in die Liebe, Partnerschaft und wenn es um unsere Gefühle geht, sollen wir damit dezent sein, nicht dass zu Missverständnissen führt oder zu Trennung führt oder zu Stress führt in die Liebe, Partnerschaft. Die Spannung ist da, also nichts übertreiben. Und welchen Einfluss bekommt Mond im heutigen Tag? Einmal von Castor und dann auch von Pollux. Die Castor und Pollux sind die Zwillingsbrüder. Also die Hauptsterne in Tierkreiszeichen Zwilling. Dann können Sie die Frage stellen, was suchen die beiden Sterne von Tierkreiszeichen Zwillinge hier im Tierkreiszeichen Krebs? Die Antwort ist ganz einfach. Astrologisch unterteilen wir auf gleichen Größe die Tierkreiszeichen. Ein Kreis besteht aus 360 Grad und das teilen wir in 12 Tierkreiszeichen. Das heißt, jede Tierkreiszeichen bekommt 30 Grad. Alle gleich groß. In Wirklichkeit aber im Himmel sind die Tierkreiszeichen unterschiedlich groß. Sie sind mal kleinere, andere sind größer. Und sie sind miteinander verbunden, sie verschmelzen sich auch miteinander und bilden sich ein Kreis, ein Band. Und dieser Band heißt Ekliptik. Und daher kommt das, dass bestimmte Sterne von anderen Sternbildern wirken. Astrologisch sagen wir, Mond bewegt sich im Krebs, aber hat Einfluss von die Zwillinge Castor und Pollux. Die Geschichte dazu ist, es gab einmal eine wunderschöne Frau und sie heißt Leda. Und diese Leda war verheiratet mit dem spartanischen König. Und Zeus liebte schöne Frauen, natürlich, ja, und verliebte an diesem Leda. Leda wollte nicht mit Zeus eine Beziehung eingehen, immerhin war sie verheiratet. Was macht Zeus? Er verwandelte sich in Schwan und verkleidete und als Schwan erscheint vor Leda. Aber dann äußerte sich natürlich, er ist der Himmelsgott Zeus. Und was passierte dann? Leda wurde schwanger. Und das ist das eine Zwilling. Und dieser Zwilling heißt Pollux. Dann kam aber der Ehemann auch nach Hause und von dem Ehemann wurde auch schwanger. Und das ist Castor. Das heißt, die beiden Zwillinge haben unterschiedlichen Vater. Die eine hat eine göttliche Abstammung, weil der Vater Zeus ist. Der andere hat eine menschliche Abstammung, weil der Vater ist der König von Sparta, also menschlich.
Und wir wissen von der Mythologie, dass die Menschen sterblich sind und die Götter sind unsterblich. Und so kam auch bei den beiden Zwillingen. Pollux war unsterblich, Castor war sterblich. Und weil die beiden sich sehr innig sind, miteinander verbunden, Pollux wollte seinen Bruder nicht alleine lassen bei Sterben und bat seinen Vater Zeus um die Sterblichkeit, weil er wollte nicht trennen von seinem Bruder. Und als Dankbarkeit setzte Zeus die beiden Zwillinge im Himmel. Und das hat eine symbolische Bedeutung. Hier ist das höhere Bewusstsein. Das Bewusstsein, dass wir ein Teil sind von der göttlichen Schöpfung. Und das ist Pollux, was hier symbolisiert. Und das vermittelt die Tierkreiszeichen Zwillinge. Diese höheren Bewusstsein. Und die beiden Zwillinge wirken auch auf dem heutigen Mondbewegung, also da vielleicht mal auch Gedanken machen. Nicht nur die beiden Zwillinge haben einen Einfluss auf die heutigen Mondbewegung, sondern auch Procyon. Procyon befindet sich im kleinen Hund. Ja, es gibt einen großen Hund und es gibt einen kleinen Hund. Und die beiden Hunde gehören zu Orion. Orion ist der himmlische Jäger. Und im großen Hund befindet sich Sirius, das habe ich gestern auch erzählt, die hellste Stern im Himmel. Und dieser Procyon befindet sich im kleinen Hund. Übersetzt heißt die Vorausgehende, weil wenn Procyon aufgeht im Himmel, dann folgt auch Sirius. Also Procyon verkündet Sirius. Bei den Babyloniern wurde Procyon verehrt. Und die nannten diesem Stamm Procyon als Nangar. Und bei den Babyloniern war auch ein Himmelsgott Marduk. Und dieser Nangar oder Procyon war die rechte Hand von Himmelsgott Marduk und hat eine große Rolle gespielt in der Mythologie von den Babyloniern bei der Schöpfungsgeschichte. Das war der Himmelsarchitekt, also ein Plan, wie der Himmel ausschauen soll. Also so beschreibt die Schöpfungsgeschichte und da hat diesem Stern Procyon eine große Rolle gespielt. Und wie wirken die Sterne, Sonne und Mond und die Planeten auf die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Planeten sind auch Sterne, aber die sind die beweglichen Sterne und die anderen Sterne sind die Fixsterne. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf. Und im gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Westhorizont unten. Also für die Fischengeborenen ist sehr wichtig, dass ich diese Selbstdarstellung und wahrgenommen werden. Und es ist auch wichtig, momentan für die Fischengeborenen etwas im Glanz zu bringen, sich mal in den Mittelpunkt zu stellen, dass die Respekt bekommen, dass die wahrgenommen werden. Es ist dieses Bedürfnis gerade da. Vieles bewegt sich momentan bei den Fischengeborenen. Bei einigen Planeten sind hier. Also Gesprächen, klärende Gespräche. Dann Klarheit zu bekommen, dann nicht vergessen, Skat wird immer noch, also die Wünsche auch ernst nehmen und als Ziel setzen. Zurzeit ist es möglich, dass wir in diesen Zielen arbeiten, aber auch wichtig, dass wir nicht über die Grenzen gehen, was unsere Emotionen betrifft, sonst entsteht diese Spannung zwischen Mars und Venus. Und natürlich, das spüren wir alle, weil das vermittelt auch die Mondenergie. Wir sollen auf den Gefühlen achten, etwas mal im Zaun halten und nichts übertreiben. Aber weil Venus hier im Tierkreiszeichen Fischen bewegt, also sie kriegen diese Spannung mit. Also wichtig ist auf den Gefühlen hören, eher zurückhaltend sein, nichts übertreiben, sonst führt das zu Stress, zu Missverständnissen oder bei einem anderen vielleicht sogar zum Trennung in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein Aufstieg und sie werden jetzt auch wahrgenommen werden. Sie haben die Kraft und den Mut, etwas zu verändern im Leben, was Eigenes zu schaffen
Und die haben auch gerade eine gute Energie, weil sie sind von etwas ganz begeistert und sie zeigen Mut und Kraft. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig, die Werte, die Wertschätzung und die Finanzen. Und das bringen die Stiergeborenen gerade in Ordnung. In den kommenden Tagen sind aber Einschränkungen da, also lieber warten mit Verträgen zu unterschreiben, besonders wenn es um Finanzen geht. Warten bis Mond übergeht in Tierkreiszeichen Jungfrau. Solange bis Mond noch im Tierkreiszeichen Löwe befindet, haben die Stiergeborenen Einschränkungen. Und es ist nicht der richtige Augenblick, etwas Neues beginnen. Es ist auch nicht der richtige Augenblick, einen Vertrag unterschreiben. Ein bisschen Geduld noch. Aber sie sind dabei, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist die Mondbewegung gerade im Löwen sehr gut. Also das ist die Begeisterung, die Aktivität, die Einflüsse von außen. Und es ist sehr angenehm und sehr schön. Es ist sehr schwierig momentan für die Zwillingsgeborenen, einen klärenden Gespräch zu führen. Es ist fast unmöglich, niemand hört zu. Es führt zu Missverständnissen. Die Zwillingsgeborenen gerade können nicht die anderen überzeugen und es raubt so viel Kraft. Dann sollen sie lieber dieses Gespräch meiden und einen günstigeren Moment warten, bis dann wirklich das auch wirkt und jemand zuhört oder einverstanden ist. Kann auch bedeuten, dass die Zwillingsgeborenen warten auf einen Nachricht oder einen Termin oder einen Vertrag und es kommt noch nicht. Also diese Einschränkungen sind auf jeden Fall spürbar. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben Glück in Liebe, Partnerschaft, obwohl diese Spannung ein bisschen bei uns jeder spürbar ist. Und das spüren auch die Krebsgeborenen. Sie haben sowieso eine ganz innige Verbindung zu dem Mond, weil Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs. Also achten auf dem Gefühle, nichts übertreiben, die Ruhe bewahren. Und dann kommt auch eine fließende Energie und im Allgemeinen haben die Krebsgeborenen Glück in die Liebe, Partnerschaft und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen bewegt sich in die kommenden Tagen einiges und Mond erreicht den Mondknoten. Die Mondknoten ist im Tierkreiszeichen Löwe und es ist die karmische Lernaufgabe, die Richtung. Und das spüren die Löwengeborenen, das spüren die, wo Löwe Aszendent haben und alle Menschen, die die Mondknoten im Löwen haben. Und das sind karmische Themen. Die aufsteigende Mondknoten zeigt eine Richtung, etwas Neues starten, etwas Neues ausprobieren, aneignen, etwas lernen, weil das fehlt noch, etwas fehlt und das spüren die Löwengeborenen, denen fehlt etwas im Leben und sie, vielen Löwengeborenen gehen in neue Weg oder neue Richtung, besonders im Beruflichen oder suchen ihren wahren Berufung. Und wenn das karmisch ist, natürlich kommen auch karmische Erinnerungen, ein Bereich, wo sie sich auskennen, wo sie Meister sind. Also verwirklichen diese beruflichen Ziele und leben ihren Berufung. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborene spiegelt etwas im Leben immer noch. Das ist die Liebe, Partnerschaft und die Gespräche. Aber wichtig ist, wie ich schon seit Tagen sage, nicht nur warten und warten, sondern auf anderen zugehen, mal zuhören, etwas klären, Gespräche führen, einen Termin ausmachen oder Gefühle zeigen. Also wichtig ist ein Entgegenkommen, aber das darf nicht einseitig sein. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen fühlen die Begeisterung. Sie haben die Kraft und die Mut, auch jetzt etwas zu verändern, verbessern in ihrem Leben. Thema ist in erster Linie jetzt die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben eine tolle Energie gehabt in die Tagen. Jetzt, in die kommenden zwei Tagen, kommt eine gewisse Einschränkung. Entweder noch Hindernisse da oder fühlen sie sich unsicher oder haben Angst. Eine Verbesserung kommt dann, wenn Mond übergeht in Tierkreiszeichen Jungfrau, dann kommt die Bestätigung, die Ruhe, die Stabilität wieder. Aber
im Allgemeinen ist immer noch schöne Energie, schöne Gespräche sind zum Erwarten und auch in die Liebe, Partnerschaft. Nun, das sind Stimmungen, wo etwas einschränkt momentan die Skorpiongeborenen, und bei Mondenergie handelt um Gefühlen. Das kann die eigenen Angst oder Zweifel bedeuten, was die Skorpiongeborenen verspüren. Also wichtig ist, die Gefühle zu transformieren. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ergibt sich Möglichkeiten, beruflich etwas zu verbessern. Oder Ausland, Kontakte im Ausland oder ein Besuch von Ausland, das sind die Themen, auch die Begeisterungen, und da sind aktiv gerade die Schützengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Steinbock geboren war eine gute Energie in die Tage. Jetzt verspüren sie eine gewisse Unsicherheit, aber ein bisschen geduldig, bis das alles in Form kommt, bis das realistisch wird. Aber im Allgemeinen kommen gute Einflüsse von Merkur, auch von Venus, das heißt schöne Gespräche, wichtige Termine, und in die Liebe, Partnerschaft kommt auch alles im Fluss, auch die Begeisterung, auch die Leidenschaft, also nicht unsicher sein. Bei Tierkreiszeichen Wassermann geborenen ist wichtig, die Balance des inneren Gleichgewichts zu halten, und so kommt alles im Erfolg, und die Wassermann geborenen werden auch wahrgenommen, werden bekommen auch Anerkennung. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.